Montag, der 9. März, und ich sage herzlich willkommen zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Bevor es mit der Sendung losgeht, wie immer eine kurze Themenübersicht. Salzlandfrau 2020. 7 Frauen des Salzlandkreises erhalten den Ehrenpreis für ihr Engagement. Gradierwerk Bad Salzelm. Alte Schwarzdornzweige sollen ausgetauscht werden. Und Adoption. Der blaue Wellensittich findet eine Familie. Und mit einer freudigen Nachricht wollen wir die heutige Sendung beginnen, denn der zugeflogene Wellensittich, über den wir in der vergangenen Woche berichtet hatten, hat einen neuen Besitzer gefunden. Der alte Besitzer hatte sich nicht gemeldet und deshalb kommt der Wellensittich jetzt bei einer Familie unter und lebt dort bei weiteren Artgenossen. Damit kommen wir jetzt zum ersten Beitrag. Die Salzlandfrau 2020 wurde verliehen und auch eine Schönebergerin hat gewonnen. Die Ehrenpreisverleihung der Salzlandfrau 2020 fand traditionell am Internationalen Frauentag, dem 8. März, im Karl-Maria-von-Weber-Theater in Bernburg statt. Insgesamt 17 ehrenamtlich engagierte Frauen aus dem Salzlandkreis standen zur Wahl. Es wurde jeweils in den verschiedenen Kategorien junges Engagement, Gesellschaft, Soziales, Kultur, Sport und Lebenswerk eine Wahl getroffen. Bei der öffentlichen Festveranstaltung erhielten 7 Frauen für ihr außergewöhnliches Engagement den Ehrenpreis Salzlandfrau 2020 vom Landrat Markus Bauer. Darunter fiel in der Kategorie Soziales die Wahl auf Adelheid Krüger aus Schönebeck, welche sich seit dem Jahr 2020 ehrenamtlich mit Herz und Seele für die Volkssolidarität der älteren Menschen einsetzt. Das Team des Elbe-Kanals gratuliert herzlich. Ein ausführlicher Beitrag erwartet Sie in einer der folgenden Sendungen. Sie haben es gehört, einen ausführlichen Beitrag zur Verleihung in Bernburg gibt es dann in einer der kommenden Sendungen. Und damit gehen wir jetzt zum Gradierwerk nach Bad Salzelmen, denn dort wird momentan der Schwarzdorn ausgetauscht. Am Gradierwerk in Bad Salzelm-Solepark haben die jährlichen Renovierungsarbeiten begonnen. Ein kleiner Teil der mit Schwarzdorn oder auch Schlehe bestückten Wände müsse jedes Jahr beidseitig erneuert werden. Ab dieser Woche wird nun mit dem Entfernen der mit sogenannten Dornstein besetzten Strauchäste begonnen. Die sich in diesem Dornstein festsetzenden Mineralien und Salze verändern die benötigte Oberflächenbeschaffenheit des Schwarzdorns. Der durch das Gradierwerk gewünschte Inhalationsnebel kann nur entstehen, wenn die herabrieselnde Sohle an den feinen Ästen und Dornen beim Auftreffen in der Luft zerstäubt werden kann. Der Dornstein verhindert dies. Nach dem Entfernen kommt dann das frische Strauchwerk aus Polen in die Fächer des ursprünglich zur Salzherstellung gedachten Bauwerkes wieder hinein. Ausgewählt wurde der Schwarzdorn durch seine besonders widerstands- und sohlebeständige Rinde. So werden knappe 100 Quadratmeter per Handarbeit erneuert. Der Solepark rechnet jährlich mit ca. 60.000 Euro für die anfallende Erneuerung der Schwarzdornschicht, neben den bestehenden Instandhaltungskosten der naturbelassenen Holzkonstruktion. Und zahlreiche neue Kurznachrichten gibt es auch in der heutigen Sendung. Ein Überblick darüber gibt es jetzt. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Am Mittwoch, dem 25. März, ist die Stadtbibliothek der Stadt Schönebeck in der Straße am Stadtfeld 40 aus technischen Gründen ganztägig geschlossen. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Die zweite Männermannschaft des SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 bat am vergangenen Samstag zum Rückspiel in die zweite Bundesliga Nordost. Mit 2 Tabellenpunkten hinter Zerbst wollte die erste Männermannschaft der Union 1861 Schönebeck mit einem Sieg auf den 5. Platzierten aufschließen. Bei einem 6:2-Sieg für die Gastgeber scheiterte dieses Vorhaben jedoch gänzlich. Dank der Niederlage Litzkaus ist der 6. Tabellenplatz nun nach unten abgesichert. Auch nach oben dürfte angesichts der eigenen Niederlagen nichts mehr machbar sein. Dennoch will sich die Union mit einem Sieg im letzten Heimspiel der Saison verabschieden und wartet nun gespannt auf den neuen Erstplatzierten Kleeblatt Berlin. Zur Übergabe eines Fördermittelbescheids trafen sich Staatssekretär Thomas Wünsch, Schönebecks Oberbürgermeister Berg Knoblauch, Wirtschaftsförderer Sven Ellert sowie der Geschäftsführer Rainer Grabow und der Verwaltungsrat Thorsten Tschäker der Vitrovia GmbH in Schönebeck.
Anlass des gemeinsamen Termins war die symbolische Übergabe der Fördersumme von 717.000 Euro für die Gesamtinvestition der Vitruvia-Gruppe von insgesamt 2,77 Millionen Euro in der Elbestadt. Diese baut derzeit das erste europäische Fachzentrum für die Aufbereitung von Instrumenten der roboterassistierten Chirurgie in Schönebeck auf. Bei der anschließenden Besichtigung der Räumlichkeiten erläuterten Rainer Grabow und Thorsten Schäker das Portfolio des Unternehmens und stellten einen Produktionsstart im Sommer diesen Jahres in Aussicht. Staatssekretär Wünsch und Stadtoberhaupt Knoblauch betonten im Rahmen des Treffens, dass die Investition zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region wichtig sei und begrüßten ausdrücklich die Firmenbindung regionaler Unternehmen während der Umbaumaßnahme. Mit einem ersten Veranstaltungshöhepunkt wurde am Samstag, den 29. Februar 2020, der Naturlebfahrt- und 3D-Sportbogenparcours im Bereich Giselasee-Edersee in Schönebeck eröffnet. Knapp 100 Bürger und Sportler nutzten die Gelegenheit, um sich bei einer Falknerei-Vorführung und geführten Wanderungen über das Areal sowie die sportlichen Attraktionen zu informieren. Die Gäste konnten sich ebenfalls über die Themen Tiere, Wald und nachhaltige Jagd erkundigen und einen interessanten Einblick in die Arbeit mit den Greifvögeln verschaffen. Rund 30 Sportschützen aus ganz Sachsen-Anhalt und Thüringen waren ebenfalls am Samstag vor Ort, um die Bogensportanlage einzuweihen. Besucherinnen und Besucher können sich auf der Internetseite der Falcon Rider über Öffnungszeiten und Aktuelles informieren. www.falconrider.de. Der Weberweg in Schönebeck ist zwischen dem G&R Autoservice und dem Hintereingang des Amtsgerichtes voll für den Straßenverkehr gesperrt. Grund dafür ist eine Sanierung der dortigen Fahrbahnoberfläche. Die bereits gemeldete Sperrung wird um den Zeitraum 7. März bis zum 13. März diesen Jahres verlängert. Über 25 Jahre ist Manuela Hoppe im Schiedsamt aktiv gewesen und auch Christina Barbie blickt bereits auf eine über 24-jährige Tätigkeit zurück. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch dankte am 4. März den ehrenamtlich tätigen Streitschlichtern für ihre langjährige Arbeit im Interesse der Allgemeinheit und auf dem Gebiet der Rechtspflege. Nachdem in der 4. Sitzung des Stadtrats Schönebeck am 19. Dezember 2019 die Wiederwahl von einem Schiedsmann und die Wahl von 2 neuen Schiedsleuten beschlossen wurde, konnten nun offiziell die Blumensträuße feierlich an Christina Barbie und Manuela Hoppe überreicht werden. Die NABU-Gruppe Schönebeck lädt wieder alle kleinen und großen freiwilligen Helfer zur Aktion Krötentaxi ein, um die in den Fangeimer gefallenen oder am Zaun gefundenen Lurche in das Krötentaxi zu setzen und gemeinsam über die Straße zu transportieren. Die jeweiligen Lurcharten werden näher vorgestellt und es besteht für jeden Teilnehmer die Möglichkeit, die Tiere hautnah zu erleben. Treffpunkt ist am Sonnabend den 7. März, Sonntag den 8. März sowie am Sonnabend den 21. März und Sonntag den 22. März jeweils um 9 Uhr der Amphibienschutzzaun an der Kreisstraße zwischen Elbenau und Plötzki. Der Zaun befindet sich von Elbenau kommend rechts nach dem Wald und vor der Deichüberfahrt. Parkplätze sind an der Haberlandbrücke vorhanden. Die nächste Bürgerversammlung für die Ortschaft Ranis findet am Donnerstag, den 19. März 2020, um 18 Uhr in der Gaststätte zur Tanne Dorfstraße 62 in Ranis statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden interessierte Anwohner über aktuelle Themen informiert. Die Verwaltung beantwortet in der Bürgerversammlung überdies nach Möglichkeit allgemeine Fragen für die Ortschaft Ranis. Bürgerinnen und Bürger, die teilnehmen möchten, sind aufgerufen, ihre Fragen und Hinweise schon jetzt der Stadtverwaltung mitzuteilen. Die Fragen und Hinweise sind bitte zu richten an die Stadtverwaltung Schönebeck, Amt für Presse und Präsentation. Der Staatssekretär für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Gunnar Schellenberger, lädt am 26. März 2020 interessierte Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse zum Zukunftstag in die Staatskanzlei ein. Dort erhalten sie einen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebes. Bewerbungen sind bis zum 18. März 2020 unter katrin.herbig@stk.sachsen-anhalt.de möglich. Zu einer Vollsperrung kommt es vom 24.02. bis zum 10.04.2020 im Schönebeck-Elbtor und in der Mühlenstraße, hier wegen des Baus einer Hochwasserschutzanlage. Es wird um Beachtung gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Das war der erste Teil vom Regionalmagazin heute am Montag. Bleiben Sie dran, nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's weiter. Qualität, die sich bewährt.
Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 80 Cent, Schweinefilet 100 Gramm zu 1,30 Euro, gebrühte Schmorwurst 100 Gramm zu 60 Cent, Bierschinken 100 Gramm zu 1,20 Euro, Hausmacher Sülze 100 Gramm zu 75 Cent und Sülze im Glas das Stück zu 2 Euro. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Aufgepasst! Bei Kilt sind die Oster- und Frühlingsneuheiten eingetroffen. Egal ob zum Dekorieren oder Verschenken, bei den Figuren von Göbel, Formano, Villeroy und Boch und Hutschenreuther ist für jeden etwas dabei. Niedliche Osterhasen mit viel Liebe zum Detail verschönern die Wohnung ebenso wie lustige Ostereier oder Schafe. Für Sammler gibt es aktuell die Jahreseditionen von Göbel und Hutschenreuther. Und als schöne Dekoration für den Tisch bietet die Marke ihr Servietten, Kerzen und Tassen an. Seien Sie bestens ausgestattet für den Frühling. Mit Kilt's, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Alfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten.
Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin heute am Montag, den 9. März. Am 20. März kommt David Munyen nach Schönebeck und Sie können dabei sein. Der US-amerikanische Sänger und Gitarrist David Munyen tritt am 20. März in Schönebeck auf und präsentiert sein neues Album Longer Road for the Songs, was sich durch melodische Gitarrenklänge auszeichnet. Einlass ist ab 19 Uhr in der Salzerei am Bahnhof Bad Salzelm und Beginn ist 20 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse für 15 Euro. Und musikalisch geht es jetzt auch weiter. Unser Medium der Woche, die 100 größten Osthits. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Doch Wellen gefangen in armdicken Schlingen mit Tücken und Mist. Eine Reise zurück in die Vergangenheit. Zurück zu Karussell, Karat und Ute Freudenberg. Jugendliebe bringt den Tag, wo man beginnt. Auf 4 CDs finden Sie die Songs, die es unter die Top 100 der besten Osthits geschafft haben. Perfekt, um in Erinnerungen zu schwelgen. Casablanca von City, Wer die Rose ehrt von Renft oder Alt wie ein Baum von den Pudis. Für jeden ist was zum Mitsingen dabei. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Und wenn auch Sie eine dieser CDs gewinnen wollen, dann machen Sie mit und beantworten Sie mir folgende Frage. Wo wird denn hier in Schönebeck gerade Schwarzdorn ausgetauscht? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken eine E-Mail an redaktion@elbemedien.de. Die Gewinner geben wir dann wie immer am Freitag bekannt. Und im nächsten Beitrag bleiben wir im Kurpark. Wir wollen Ihnen die dortige Krokusblüte nicht vorenthalten.
Und von diesen frühlingshaften Impressionen aus dem Kurpark geht es jetzt zu den Veranstaltungshinweisen, wie immer auch hier übersichtlich für Sie zusammengefasst. Assin Bati, die Felsen am Horizont. So nannten die indianischen Ureinwohner die weithin sichtbaren Berge Westkanadas. Bis heute sind die schroffen Gebirge ein einzigartiges Naturparadies geblieben. Unsere Reise führt nach Vancouver Island und die Nationalparks der kanadischen Rocky Mountains. Lassen Sie sich entführen in den spektakulären Westen Kanadas und entdecken Sie auf einer spannenden Reise das Geheimnis der Felsen am Horizont. Die Multivisionsshow Kanada von Heike Setzermann und Dirk Vorwerk beginnt am Dienstag, den 10. März 2020 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Schönebeck. Der Eintritt kostet 8 Euro. Weitere Informationen unter www.earthsecrets.de. Der Autoclub Europa lädt am Mittwoch, den 11. März, alle Mitglieder und Bürger zur Clubveranstaltung in die Teutloff Bildungsstätte in Schönebeck, Friedrichstraße 101 ein. Beginn ist um 18 Uhr. In der aktuellen Sitzung geht es um das Thema Verkehrsteilnehmerschulung. Weitere Infos erteilt ACE-Vorsitzender von Sachsen-Anhalt West, Gerhard Wolter, unter der Telefonnummer 03928 84 29 55. Das Salzlandmuseum in Schönebeck-Bad Salzelm lädt herzlich zur Museumsnacht am 13. März 2020 ein. Einlass ist bereits um 18 Uhr und um 19 Uhr beginnt das Programm. Zu den Programmpunkten zählen unter anderem ein Kabarettduo, Live-Musik, Führungen und kulinarische Köstlichkeiten. Die Eintrittskosten betragen 10 Euro und der Vorverkauf findet im Salzlandmuseum statt. Am Samstag, den 14. März 2020, kommt die Kultband Karussell mit ihrem neuen Album Erdenwind in den Dr. Tollberg-Saal in Schönebeck. Im Rahmen ihres aktuellen Programms spielt die Band um Joe Raschke, Reinhard Huth und Jan Kirsten poetische Songs ihres nun 9. Studioalbums sowie ihre größten Hits. Karussell überzeugt auf der Bühne mit ehrlicher, handgemachter Musik und begegnet dem Publikum hautnah. Einlass ist am 14. März um 19 Uhr und Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr. Karten für das Konzert gibt es ab sofort bei Schönebecks Touristeninformation. Rückfragen werden gerne telefonisch entgegengenommen. Am 21. März 2020 um 16 Uhr locken Pitti Platsch und seine Freunde nach Kalbe in die Aula des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Mit den Puppen aus der Original-Fernsehsendung treten die jung und jung gebliebenen Fans eine turbulente Reise mit Spaß, Spannung und viel Musik in den Märchenwald an. Der Vorverkauf ist möglich in der Lotto-Filiale König in Kalbe. Telefonisch unter 039 291 73 3x0 oder unter www.reservix.de und unter allen bekannten Vorverkaufsstellen. Am Sonntag, den 22. März 2020, kommen Katharina Kutil und Alexander Klinger mit ihrem heiteren Bühnenprogramm Dürfen Engel teuflisch lieben in den Dr. Tollberg-Saal in Bad Salzelmen. Egal ob die Liebe in der Ehe, zu Tieren oder gar zu Lebensmitteln, nichts ist vor den beiden Komödianten sicher. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und Karten sind ab sofort an beiden Schönebecker Touristeninformationen erhältlich. Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Information gerne telefonisch zur Verfügung. Emanzipiert und stark – Frauen aus der DDR heißt eine Lesung mit Dr. Dagmar Enkelmann und Sabine Dierlich am 24. März diesen Jahres um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Schönebeck. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen-Anhalt präsentiert gemeinsam mit der Stadtbibliothek die Geschichte von der Emanzipation zur Selbstbestimmung. Der Eintritt ist bei freier Platzwahl kostenlos. Und wie die Wetteraussichten in den nächsten 3 Tagen werden, das verraten wir Ihnen jetzt. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zur Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Stürme starten wir in die Woche. Der Dienstag beginnt bei 5 Grad und hält uns einen Mix aus Wolken und leichtem Regen bereit. Den Tag über werden wir von Windböen begleitet und die Maximalwerte liegen bei 9 Grad. Auf den Mittwoch hin lockert es ein wenig auf.
Der Tag begrüßt uns stürmisch mit ein paar Wolken, jedoch kann ab und zu die Sonne hervorschauen. Es besteht weiterhin ein Niederschlagsrisiko von 90%. Außerdem können wir mit Temperaturwerten zwischen 8 und 12 Grad rechnen. Auf den Donnerstag hin zieht es wieder zu und wir können leichten Regen erwarten. Die Temperaturen können im Laufe des Tages von 5 Grad bis auf 14 Grad ansteigen und es bleibt weiterhin windig. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen guten Start in die Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck.